Und zwar schmeiße ich heute eine Party. Ohne mein Team! Ja, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, wie cute. Als Raum in Rom. Hey. Ich will nicht sensibel oder respektlos sein. Stripper? Ich bin sehr excited. You should let me love you. I go all out. Oh, das ist so toll. It's the day after. Also vielleicht kommt ein Stripper. If you got it bad, like I got it bad for you. You got it bad, like I got it bad for you. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute steht was Cooles an und zwar schmeiße ich heute eine Party. Und zwar eine Valentine's-themed Party. Und das ist die allererste Party, die ich in meiner Wohnung schmeiße. Ich bin sehr excited, ich nehme euch heute mit. Mein Papa hat auch heute Geburtstag und ich gehe heute noch meine Nägel machen. Also wir haben eigentlich relativ viel on the plan today. Ich muss hier auch noch aufräumen. Ich bekomme zum Glück Hilfe mit dem ganzen Event-Planning und so. Die Tina von The Charcuterie Frankfurt hat mir auch damals geholfen beim Pop-Up. Unser Event für unsere besten Kunden. Seht ihr mich überhaupt? Ich habe immer noch nicht dieses Stativ. Ich habe es zwar bestellt, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ja. Willkommen in meiner Shitshow. Hat mir auch damals geholfen, das alles ein bisschen zu organisieren mit Essen und Deko und ja, die Zusammenarbeit war einfach richtig toll mit der. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie nochmal Lust hat, mir dabei zu helfen. Und sie macht auch alles selber. Ihre Eltern haben auch ein Restaurant, wo meine Eltern und ich auch voll oft hingegangen sind. Und ja. Deswegen bin ich froh, dass diese ganze Verantwortung nicht nur auf mir liegt und ich meinen kreativen Input geben kann und dann jemanden habe, der das professionell weiß, wie man das organisieren muss. Ja, so, ich gehe wie gesagt jetzt gleich erstmal Nägel machen, dann gehe ich zum Schneider, mein Kleid abholen, dann komme ich nach Hause, muss mein Fake-Tan auftragen, dann gehe ich mit meinen Eltern essen, weil mein Dad Geburtstag hat, dann komme ich nach Hause, muss aufräumen, Fake Tan abwaschen, mich fertig machen. Dann kommt die Charcuterie, dann kommen auch Blumen aus Mannheim und dann geht's auch schon bald los. Ja, und dann gehen wir heute Abend noch in den Club. Oh, und ich habe noch was ganz Krasses geplant, wovon meine Gäste noch gar nichts wissen. Ich werde es hier auch nicht posten, was wir machen, weil ich glaube, das ist nicht jedermanns Ding, was vollkommen fein ist. Aber alle, die ich eingeladen habe, sind eigentlich relativ chilled. We will see. Okay, also ich habe jetzt verschiedene Ideen für meine Nägel. Also einmal das hier. Das finde ich sau cute. Dann habe ich das. Finde ich irgendwie auch cute. Also schon irgendwie cute, aber vielleicht auch ein bisschen too much. Ich will auf jeden Fall irgendwas Rotes. French, darauf habe ich keine Lust. Das finde ich halt relativ basic. Also cute, nicht negativ basic. Aber ich dachte mir jetzt, wenn ich schon eine Party schmeiße, kann es auch schon so sehr cute nailed sein. Also was heißt nicht, dass die anderen cute... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen aufwendiger, ein bisschen was, was man noch nicht gesehen hat vielleicht. Genau, das war's. Das habe ich mir gespeichert. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal meine Haare föhnen. Dann gehe ich direkt los zum Nägel machen. Und dann zum Schneider. Ja, und dann wird es heute lit as. Ich werde mir jetzt meine Ohrstöpsel reinpacken. Und jetzt Guided Affirmations machen, um in den richtigen Spirit zu kommen. That's what I'm gonna do. Ich hatte nämlich einfach mal Lust, mal wieder was zu erleben. Und ich sehe immer so coole Partys bei so vielen Leuten und ich bin halt nie eingeladen. Und in meinem Umkreis macht das auch irgendwie keiner. Und deswegen dachte ich, einfach die Mädels, good times, quality time. Jeder darf sich aufstylen und einfach was, worauf man schön zurückblicken kann. Ich habe auch ein paar Spiele organisiert und so. Genau, deswegen, das wird richtig cool und ich bin sehr hyped. So, ich bin jetzt beim Nägel machen. Ich werde heute die Form machen wie immer und dann auch das mit dem roten Herz. Angekommen. Ich habe
gerade das Kleid anprobiert. So sieht's aus. Weiß noch nicht, ob ihr euch da so viel dran vorstellen könnt. Bin jetzt Naki Naki und mache jetzt Fake Tan. Fake Tan ist drauf. Geschenk von meinem Papa habe ich auch hier. Und ist nichts von MS, sondern einfach nur Bücher und Tagebücher. Ja, so eine bin ich. Und jetzt ziehe ich mich an und dann gehen wir los. Happy Birthday! Ich habe noch ein Birthday-Geschenk für you. Freu dich nicht zu früh, ist auch nicht von MS. Schon, danke, das ist wahrscheinlich meine, die Sache, die ich mitnehme. Lies es. Lies die Karte zuerst. So, Leute, ich bin wieder at home. Ich gucke gerade Make Love, Fake Love und ich finde es einfach nur crazy. Ich finde es richtig crazy, richtig intens. Es ist schon hart juicy, also kann man nicht anders sagen. Finde ich aber irgendwie mega witzig. Ich habe gerade ein bisschen aufgeräumt, ganze Geschirr und die Spülmaschine ausgeräumt, die ganzen Schuhe weggeräumt, ganzen Papiermüll weggepackt. Ja, jetzt ist zumindest clean vorne. Ich werde später auch noch die Handtücher wechseln, Kerzen noch aufstellen. Ja, Sophie ist schon auf dem Weg hierher. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es irgendwie voll schwer, das heute generell alles zu posten. Weil ich, keine Ahnung, mir denke, ich will nicht sensibel oder respektlos sein oder einfach so tun, als würde mich die ganze Situation, die gerade passiert, nicht interessieren. Ich habe nur bei mir gemerkt, dass ich durch Social Media halt gut abgelenkt werde. Also ich vernachlässige nicht, was passiert und ich ignoriere es auch nicht. Aber wenn ich merke, wenn ich mich die ganze Zeit damit auseinandersetze und es gibt ein paar Profile, die wirklich konstant was posten und richtig schlimme Bilder und Videos posten, ich merke, dass mich das total Depri macht. Das macht mich total Depri und es zieht mich irgendwie runter. Und das heißt aber nicht, dass ich das irgendwie, dass ich das egal finde oder dass das nicht weniger wert ist oder bla bla bla. Deswegen ist es voll schwer, da so einen richtigen Mix zu finden, um nicht irgendjemandem halt ein schlechtes Gefühl zu geben oder irgendwie respektlos zu sein. Deswegen habe ich einfach auf Instagram so ein Disclaimer gepostet, um zu sagen, ja, also wenn jemand das nicht sehen möchte, dann stellt mich gerne stumm und guckt einfach, dass ihr erstmal nicht meine Story schaut, weil ich nicht jemandem ein doofes Gefühl geben möchte. Genau das gleiche auch mit dem YouTube-Video. Ich werde auf jeden Fall hier vorher einen Disclaimer machen und meine Eltern sind gerade gekommen, wieso auch immer. Wait a minute. Ich muss auch sagen, ich gehe gerade selber ein paar Dinge durch, über die ich nicht spreche und deswegen hilft mir zum Beispiel auch dieser Tag heute die Vorfreude. Hä? Die Vorfreude der letzten Wochen und generell, ich freue mich einfach sehr auf diesen Tag heute. Ich bin mir sicher, ich werde irgendwann mal darüber reden, was gerade abgeht, aber im Moment ist es noch nicht so richtig, darüber zu reden. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir trotzdem nicht vergessen dürfen, dass jeden Tag furchtbare Dinge passieren. Unfaire Dinge, für die es leider keine Gründe gibt, zumindest die wir uns nicht erklären können. Und gerade weil jetzt das Erdbeben in der Türkei und in Syrien so krass in den Medien ist, also ich finde es total gut, aber man darf auch nicht vergessen, dass es viele Dinge gibt, die gerade nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und die trotzdem furchtbar sind. Deswegen finde ich es immer so schwer, so, wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich immer, wo kann ich noch mehr machen? Ich spende sehr viel, ich teile das aber auch nicht. Ich gebe sehr viel zurück, weil ich weiß, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, in einer sehr privilegierten Lebenssituation und Lebensumstände habe. Und deswegen versuche ich so viel zurückzugeben, wie ich kann. Trotzdem habe ich voll oft das Gefühl, dass ich nicht genug mache und ich weiß einfach nicht, was ich noch mehr machen kann. Und deswegen, vielleicht ist das auch egoistisch, deswegen schaue ich mir gerne einfach andere Dinge an, um mich so ein bisschen aus diesem Loch irgendwie so ein bisschen rauszuziehen. Weil im Endeffekt kann man immer mehr machen, man kann immer besser sein und man kann immer das allerbeste, perfekteste anstreben. Aber das Ding ist halt, du wirst im Endeffekt nie alle happy machen. Und deswegen habe ich so einen inneren Situation in meinem Kopf. Ich will aber auch gar nicht, dass dieser Vlog jetzt so krass abdriftet. Ich wollte euch einfach nur meine Gefühlssituation mitteilen, weil ich nicht hier so sitzen möchte und sagen will, ja, also mir ist alles kackegal. Hauptsache mir und meiner Party geht's gut. Hauptsache dem Kleid, was ich die ganze Zeit gesucht habe, geht's gut und ich habe das jetzt gekriegt.
Nein, das ist nicht das Wichtigste. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob das überhaupt Sinn macht, diese Party jetzt noch zu machen. Aber ich habe Dinge angezahlt, ich habe Leute organisiert, jeder hat sich dafür Zeit genommen und da ist schon so viel drin, dass dass man das Essen wegwerfen müsste. Ich habe auch überlegt, ob ich es nicht poste, aber im Endeffekt glaube ich, dass es Leute auch happy machen würde. Es gibt auch Leute, die uns das nicht gönnen oder eifersüchtig sind, aber ich glaube auch viele Leute machen das happy. Mich macht das zum Beispiel happy, das bei anderen zu sehen. Mich macht das happy, wenn ich Leute sehe, die bei der New York Fashion Week sind und ihre Outfits slayen. Ich denke mir so, you go girl, you go girl. Das ist zu viel. Das denke ich mir halt. Ich weiß halt, dass das nicht für jeden so ist und ich respektiere das auch, aber im Endeffekt habe ich schon immer, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, geh in den Köpfchen, du hast das so fein gemacht, geh in den Köpfchen, machst du Sitz, jetzt, du warst eine Feine, du bist direkt in dein Körbchen eins geklingelt, du bist eine Feine, mach doch mal Platz, fein. Hi. Hi. Hier riecht's gut. Echt? Du riechst gut. Ja. Echt? Ich riech nicht nach Fake Tan? Nee, ich riech Parfüm. Oh. Jetzt sag doch mal Hallo. Franco. Hallo, Franco. Oh mein Gott. Hallo, Franco. Hallo, meine Pringle. How excited are we for tonight? Ich bin sehr excited. Ich auch. Meine Mini-Mikrofone sind angekommen. Ich bin ready. Ich habe so Mini-Mikrofone extra bestellt, damit wir so coole Videos machen können mit so einem Mini-Mikrofon. Ja! Wir hatten eine Mission letzte Woche und zwar Sophies Kleid, dass es kommt. Es war sehr lange in Amsterdam und hat da sich überlegt zu bleiben, aber es ist da. Ich habe nicht mal Zoll gezahlt. Also Zoll hätte ich ja eh nicht gezahlt, aber ich habe keine Steuer gezahlt. Es war einfach im Briefkasten. Ich habe irgendwann so in den Briefkasten geguckt, da war es einfach drin heute. Oh, obwohl das nicht auf dem Tracking-Link stand? Also ich habe kein Update bekommen. Ich habe es nicht nochmal geguckt um 12 oder so, sondern ich dachte mir, der kommt halt dann, der klingelt dann. Was siehst du für Schuhe an? Ja, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Ich dachte sonst die goldenen, die ich habe, weil die passen wenigstens zu diesen goldenen Dingern. Welche golden? Ich in Silvester an. Die glitzern halt leider auch noch, aber ich dachte mir, es guckt keiner so genau auf meine Füße. Ah, die von Zara. Ja. Ja. Ja, die sind doch süß. Ja, die passen wenigstens dazu. Ja. Taschentechnisch schwer. Sehr schwer. Ich bräuchte halt eigentlich eine komplett goldene Tasche. Ich habe jetzt einfach die weiße Prada mit, aber eigentlich passt das nicht dazu. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall keine Tasche, die ein Outfit kreiert. Mhm. Weil ich habe eine silberne Tasche, das passt gar nicht dazu. Mhm. Was habe ich noch? Schwarz oder pink? Also nee, nicht pink oder so. Auf jeden Fall nichts, was dazu passt. Einfach die weiße mitgenommen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht über Tasche. Ja, aber ich finde, Tasche ist jetzt Worst Case Szenario. Fürs Gipsen auch egal. Also wir nehmen die ja nur fürs Gipsen mit und nicht fürs Outfit. Ja, für Outfitbilder braucht man jetzt, finde ich, wenn auf dem Kleid viel los ist, auch keine Tasche. Ich habe doch diesen wilden Mantel mit diesem, weißt du, ja, den ich letztens anhatte. Finde ich irgendwie auch geil zu dem Kleid. Also man hat den Mantel ja eh nur kurz an, aber mhm, für ein Outfit Picture. Machen eigentlich ganz cool. Ich habe TikToks rausgesucht. Drin. Ja. Ich dachte mir, ich lerne heute noch davor. Ich habe im Bett gelegen. Ich habe TikToks rausgesucht. Und ich könnte morgen hier lernen, wenn ich aufräume. Ja, das habe ich mir mal eingeplant. Ich habe es mal mitgenommen und dann, je nachdem, wann wir wach und lebendig sind. Ja. Ich weiß ja schon, wir haben safe morgen Bock auf irgendwie Indisch oder Thai. Genau. Safe. Hallo, meine Süße. Ja, meine Schuhe sind angekommen. Ich kann sie dir jetzt zeigen, wenn du willst. Hol sie jetzt. Smash, die sehen genauso aus wie die. Ja, aber die sind nicht so bequem irgendwie. Ja, dann sind die wahrscheinlich einfach nicht so gut wie die anderen. Aber mit mehr Plateau wollte ich nicht, weil dann sieht es wieder so billig aus. Also was heißt billig? Also dann ist wieder viel Schuh. Es soll ja eher aufs Kleid sein. So. Ja, aber das wird gut aussehen und auf die. Die sollen ja nur reinblenden, die Schuhe bei dir. Im Endeffekt guckt eh keiner auf die Schuhe, ich sag's dir sowieso. Die sollen einfach nur nicht auffallen bei dir. Ja. Das ist ja lame. Until last night, I think I'm in love with you. I think I'm in love with you. Oh, but now I can't get you out of my head. Du bist so eine Kusche. Das ist einfach meine Babymaus. Ja. Also wenn... Guck dir doch mal so einen süßen Kopf an, ne? Meine Süße.
Sissi. Nicht meine Sissi, meine Sissi. Leute, es wird serious. Hello, es wird serious. Ich bin gespannt. Ja. Ich glaube, ich nehme mal die Kissen und die Decke, weil, ja. Ist eigentlich nur Deko. Ich habe ja gesagt, ich ziehe das hier auf, nicht dieses Jahr, aber ich gebe mir schon extrem viel Mühe dieses Mal. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, I go all out. For eigentlich no reason. Und ich fand, Valentinstag ist auch eine gute Line, die man aufziehen kann, um sich selber zu lieben. Und deswegen machen wir das heute einfach mal so. Okay, lass einfach mal üben und dann... Okay, ich muss erst mal einen Text üben. Muss nur... Ja. Ist nicht einfacher... Ich weiß, du magst die Seite eigentlich nicht, aber weißt du, wenn wir Seite tauschen, weil du dann von da... Ja. So? Weißt du, ich gebe es dir so rüber in deine rechte Hand und dann machst du... Du musst mehr von oben. Das ist halt meine hässliche Seite. Oder du machst es. Oder? Warte. Ja. Können wir ausprobieren. Ich weiß halt nicht, ob das genug abdeckt, gell? Ja, aber die hat das auch nicht so gemacht. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war's jetzt. Jalla. Jetzt mal. Jalla und vamos. Aber wir müssen eh Haare machen, gell? Okay, Haare sind gemacht. Sophies Haare sind auch gemacht. Ich sehe gerade, das wird hier kritisch mit dem Akku. Ich lade euch mal auf. Oh, wir würden die Balance, ich weiß nicht, was du sagst, aber wir würden die lieber so in der Luft lassen. Ja. Weil wir haben hier nämlich auch viele Kerzen. Ja. Und das wir, weil hier ist so der Tisch der Eyecatcher und das hier die Balance dann der Eyecatcher. Oh, die Eyecatcher. Smash! Ja, gefällt dir. Ja, boah. Das wird, also irgendwo, ne, findet man das ja so ein bisschen kitschig, ne? Ja, aber auf der anderen Seite würde das jemand mal so für mich machen und mich so überraschen, ja, würde ich mir auch denken. Auch gesagt. Oder? Also ich habe vorhin gesagt, oh mein Gott, würde das jemand für einen machen? Wow. Ja, weil ich finde, wenn man so auf Pinterest die Bilder sieht, denkt man so, oh, schon heavy, ne? Ja. Aber... Hier ist mehr, mehr. Oh, das ist so toll, Leute. Aber wir haben die ja sowieso, also da vielleicht magst du die ja den Mädels oder so verteilen. Ja. Mal schauen, genau. Cute Leute, guck mal das an. I am dying. Meine Mama war so, schick mir ganz viele Bilder. Schick mir ganz viele Bilder. Und erinnert ihr euch noch an die OG-Zeiten, wo wir uns immer zusammen ready gemacht haben zum Shisha-Rauchen? Das war ungefähr das gleiche Make-up tatsächlich. Ungefähr. Also nicht von der Ästhetik, aber ich meine von der Menge. Ja, ungefähr. Ja, ja, doch. Leute, look at our outfits. Leute, dieses Kleid, es ist ein Traum. Ein Traum in Rot. Ich bin so happy. Okay, wir haben jetzt noch eine Minute, Alter, bis es offiziell ist. Ja, aber ich habe schon drei Nachrichten gekriegt, dass sie es nicht pünktlich schaffen. Oh, das ist ja auch gut so. Wir möchten keine Pünktlichkeit. Richtig. I can't let you go. There's no way. I'm already so still burning. So hold me close. Now baby. I do what I'm told. Still learning. To take my chances. To take my time. To keep on dancing. Walk that line, yeah. You got me shifting the paradigm. No longer wishing, wishing. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you surprised. Guck mal! Oh mein Gott, was? Ooh.
das schon immer ein Problem. Oh mein Gott. Sieht halt auch so lecker aus. Ja, wenn die Schalette sind, dann können wir auch was essen. Ja. Ich habe eigentlich so Lust darauf, aber ich nehme mir keine Zeit dafür. Und dann habe ich mir gesagt, so für dieses Jahr will ich mehr so Quality Time. Oh yeah. Got lucky overnight. Jackpot when I got the invite. Let me wrap my arms around you. Cause I can't go home without you. And my heart just vibe with you, babe. Wanna go sky high with you, babe. Gonna bring you close to tell you. You're my lucky strike. And I got to tell you. If you didn't know. Machen wir heute noch? Och nee. Sag mal. Och nee. Sag mal. Ich wusste da. Geil. Was glaubst du, machen wir heute Abend? Stripper? Lea, was glaubst du, machen wir heute Abend? Also wenn ein Stripper kommt vielleicht. Also vielleicht kommt ein Stripper. Du weißt doch, was wir nicht schenken müssen, ne? Weißt du doch gar nicht, ob die Party im Mail sind, guck mal, wie cool die Karte ist. Ach so. Ist sie nicht cool? For my super hot tea. Ja. Weil? Der Hotel hat immer so Sexbücher. Jetzt kann sie das auch mal ausleben. Oh, sind da so. Sind da so. Sind so Aufgaben. You're my lucky strike. Jeder kennt's. Ich hasse es. Are you alright? No. Ich hatte noch not so right. Lange nicht mehr so schlimme Schmerzen. Das kriegen wir alles hin. Ich bin von der Meine Füße sehen auch richtig misshandelt aus. Die kann man sich auch Make nicht es? Angucken. Ja. 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 Nee.
kann mein Getränk nicht nehmen. Was für ein Pass ist das denn eigentlich? Ich kann mein Getränk nicht nehmen. Ich hasse euch. Oh, Mickey, you're so fine. You're so fine, you blow my mind. Was ist denn mit mir? Hey, Sminky. Hey, 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 Sminky. Hi, Sminky! Hey. Hi, Sminky Linky! Kann ich mal einen Röchen haben? Es gibt keinen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Was sind das für Geizkragen, Mama? Was soll der Geiz? Ernsthaft? It's the day after? Also, ich habe das jetzt getestet, weil in Amerika war das immer ein Smash und wenn es jetzt ein Pass ist, dann ziehe ich doch nicht nach Frankfurt. Also erstmal guten Morgen. It's the next day. Es ist eigentlich Mittag. Es ist 16 Uhr. Es ist eigentlich 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Okay. Und? Die Lea sagt, dass der Pink Drink wohl neu ist in Deutschland. Keine Ahnung, ob es nur in Heidelberg das nicht gibt, aber bei uns gibt es nicht. Ich bin mir sicher, dass wir den Sommer 21 schon getrunken haben. Also ich finde, es ist definitiv ein Smash. Ich finde es eklig. Darf ich nochmal probieren? Ich glaube. Der ist doch einfach lecker. Einfach nein. Komm. Ich finde, es riecht gut, aber jetzt überzeugen wir uns. Ich mag so Fruchtmilchgeschichten nicht. Doch, ich liebe halt auch Black Milk Tea von. So, warte kurz, ganz kurz. Ich muss mich gerade nochmal hin. Ich liebe auch, ja, bei Bubble Tea. Bei Bubble Tea? Was? Ich. Was wir haben gerade da jetzt das Strawberry Garten. Refresher. Berry Refresher. Acai. 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 So redet denn Jan auch. Oder manche sagen Akai. Ich hab's wohl auch Akai. Oder Achai. Sagen die ganz. Oh Gott. Das geht gar nicht. Meine Frisur geht auch gar nicht, also. Weil ich habe schon eine Heilflosse so fertig. Ich bin positiv überrascht, weil ihr gesagt habt, es ist scheiße. Na, dann guck mal, das war so, das so sind wir. Weißt du, wir wollen dir das Gefühl noch besser. Wir wollen es dir noch besser machen. Ja. Danke, sehr toll. Ich weiß. Ja. Das war wieder eine Idee von uns gewesen. Ja. Also. Gips war gestern. Ja, nach dem Brownie. Ja, auf dem Klo. Gipsen war gestern. Den Brownie auf dem Klo. Die hat noch kein Mittagessen gekriegt. Oh, oh Poppy, guck mal, wie sie guckt. Hat sie jetzt auch gleich verstanden. Du kriegst jetzt gleich eine ganz große Portion. Ich muss sagen, die Musik gestern im Gipsen war ein Pass. Ich finde es also gut. Hätte schlimmer sein können. Ja, ich war auch schon schlimmer im Gipsen. Aber zwischendurch war es gut und dann haben sie halt wieder reingekackt. Das, was ich echt als Feedback da lassen muss, diese Saxophone und diese Trommler, es ist kein Vibe. Oder stopp, es ist ein Vibe für drei bis fünf Minuten. Einmal, bevor die diese Konfetti-Kacke machen, meinetwegen einmal. Ja, der kam dreimal. Möchtest du nicht dazu was hinzufügen? Fandst du den gut? Nein, manche Dinge sollten halt einfach auch einfach so sein, wie sie sind. Ja. So sein, wie sie sind. Nee, ich finde es ja gut, aber nicht dreimal. Der war wirklich dreimal da und dann um. Erstmal war es noch im Rahmen und dann. Und dann um 4 Uhr hat plötzlich jemand gesungen. Ja. Nee, also, es war nicht 4. Um 4 sind wir schon gegangen. Mhm. Echt? Und zwar um 3 hat er schon angefangen zu singen, mal kurz. Und da hat er Spanisch gesungen und plötzlich hat er Englisch gesungen. Ja. Und, du hast und ich wurde gefragt, ob das der echte J Balvin ist. Geil. Aber ich denke noch einfach, die machen das ein bisschen langsam wie Urban Club Band, fühlt sich das an. Und ich denke, ich will nicht zur Urban Club Band. Was ist das? Das ist diese Donnerstagsveranstaltung, die machen halt. Und so Live-Sängern und so. Live-Band. Nee, einfach nein. Eben, aber die machen so, immer mehr so geile Songs schon. Ja. Du weißt ja eigentlich, auf was die Leute stehen. Also sollte man eigentlich, finde ich, als DJ wissen. Ja, und ich denke mir so, man geht ja ins Gipsen, um mitzusingen. Und da war halt dann voll viel, wo du dann mitsingst. Und dann kam, da war es ein Flop. Ja, also weißt du denkst, du singst, da kommt jetzt die Line und dann ist dann wieder so, nee. Also ich fand samstags jetzt das letzte halbe Jahr 50-50. Entweder es war, also ich war ein paar Mal und es war wirklich richtig gut. Die Musik war richtig gut. Und dann war ich ein paar Mal und man dachte sich halt so, ja. Wow. Und ja, ansonsten war es relativ entspannt. Wir sind danach noch, also meine Schuhe gingen gar nicht gestern. Ich habe so Schmerzen gehabt. Und ich bin eigentlich schon sehr nicht so schmerzempfindlich. Gerade was hohe Schuhe, gar bin ich eigentlich sehr fit, muss ich sagen. Aber gestern, Katastrophe. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Was denn? Ich hatte das so schlimm, was sind das für Schuhe? Ja.
Die kriegen ja klar. Die waren echt gut. Ja. Ja. Absolut perfekt. Da, guck mal, ich hatte die von ASOS noch. Ich hätte die einfach wieder anziehen sollen. Ich hätte mir einfach die ASOS-Schuhe nochmal neu bestellen sollen. Dann sehen die ja nicht so angecrackt wie die. Die du immer anziehst, oder? Ja. 28 Euro. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, ich investiere jetzt mal in neue Pumps, die ein bisschen hochwertiger sind und auch ein bisschen mehr mit Plateau. Sorry. Und dann habe ich die von Zalando bestellt und ich werde die reklamieren, weil die haben auch meinen ganzen Fuß, mein ganzer Fuß ist schwarz, weil die so abgefärbt haben. Und es ist nicht weggegangen in der Dusche. Ja. Ich habe ein Bild davon. Ja, da denkt man sich auch einfach nur guten Morgen und guten Appetit. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, schicke ich zurück, weil es geht nicht ab. Mein Fuß, 140 Euro. 140 Euro haben die gekostet. Mein Fuß absolut demoliert. Dieses Schwarz ist immer noch an meinen Füßen. Ja, werdet euch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten waren wir heute Morgen bei Café Bur, haben ausgenüchtert und wir haben jetzt hier ein Bild über dem Bett und eine Lampe, die nicht funktioniert, weil wir wollten die gestern anschließen und dann hat es irgendwie einen Riesenschuss. Kurzschluss. Nein, es war kein Kurzschluss. Es war kein Kurzschluss, es war einfach ein Schluss. Weil alles nicht mehr funktioniert. Das ist ein Kurzschluss. Das ist ein... Nein, weil das kannst du ja wieder reinmachen. Aber es funktioniert hier nichts mehr. Aber da draußen geht doch auch das Licht. Ja, aber hier in dem Raum geht weder Steckdose, noch die Lampe, noch die Heizung. Nichts mehr. Also ich glaube nicht, dass es Schluss heißt, aber es ist kein Kurzschluss. Das ist ein Dauerschluss. Ist die Base bei mir dasselbe wie bei dir? Nee, ne? Bei dir ist, ist Acai und bei mir ist Strawberry Base. Nee, das steht aber auch. Nee, bei mir ist es Strawberry Refresher. Ich muss jetzt meinem Kind auch mal Essen geben. Ja, wir gucken Make Love, Fake Love, weil die Lea will unbedingt zu dem Part kommen, wo die Hand in Angriff genommen wird. Genau. Also, wo die Hand benutzt wird. Das hat keinen Sinn gemacht, aber wir wissen alle, was du meinst. Genau. Bye. Leute, guckt mal, hier sieht es immer noch so schön aus. Wir haben jetzt noch Sushi Palace bestellt und wir gucken jetzt Make Love, Fake Love weiter. Guck mal, meine süße Nägel. So, Leute, ich beende hier mal den Vlog. Ich habe gesehen, dass ich kein Outro gedreht habe. Deswegen mache ich das jetzt. Der Day After, der war so nötig. Wir haben wirklich die ganze Zeit zusammen gechillt, gegessen, weiter gechillt, Make Love, Fake Love geschaut. Also es war wirklich, es war schon sehr nice. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß bei dem Vlog hattet. Trotz den Umständen, die gerade trotzdem in der Welt passieren. Ich habe ja extra vorweg in dem Video ein Disclaimer gemacht, weil ich wirklich niemanden verletzen möchte und also was. Aber wie ihr seht, da war viel Organisation involviert und es war nicht irgendwas, was ich gestern mir überlegt hatte. Es hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht. Die Mädels hatten auch richtig viel Spaß. Ich will sowas auf jeden Fall nochmal machen. Also Gastgeber zu sein, das erfüllt mich einfach total. Und... ja, wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video. Danke für euren Support und bis bald. If you got it bad, like I got it bad for you.